Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht in World of Tanks. Ich fahre heute den Panther, einen deutschen mittleren Panzer auf der Karte Wadi. Und ich will zur Position A8 etwa und mich dann da über die Seite weiter nach unten vorkämpfen. Mit mir fährt ein AMX-12T, der wohl da oben spotten will. Und ich gucke auf die Minimap und sehe, dass die Verteilung unseres Teams wohl nach hinten losgeht. Keiner fährt mit uns mit. Alles orientiert sich in den Süden bzw. ins Zentrum der Karte. Aber ich bleibe bei meinem Plan. Ich lasse den AMX-12T da jetzt nicht alleine. Aber ärgerlich ist das natürlich schon. Noch ist da keiner gespottet, wo der AMX-12T hingefahren ist. Jetzt hat er einen Leo gefunden, schwedischen mittleren Panzer. Da drüben steht keiner. Und jetzt fährt er nach unten, der AMX. Ich glaube, er will... Da ist der Leo. Er hat mich jetzt wahrscheinlich gespottet. Ja, hat er natürlich. Und jetzt muss ich nur warten, bis er hier rausfährt. Ich habe zwar getroffen, aber der Schuss ging nicht durch. Jetzt mal ein bisschen besser anfahren hier. Der hat getroffen in den Turm des Leo. 154 Schaden. Und jetzt ist der AMX gleich da und ich hoffe mal, dass der Leo jetzt... Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Da hat er doch auf mich gewartet. Hatte den AMX vielleicht noch gar nicht gesehen. Ich dachte, er wäre jetzt durch den AMX abgelenkt und könnte rausfahren. Oh, da drüben ein zweites Fahrzeug. Boogie. Hat nur kritischen Schaden verursacht bei mir. Jetzt ran an den Boogie. Treffer. Hat mit HE geschossen. Hat wieder HE benutzt. Bleibt auch schön stehen. Und den Boogie auf 57 runtergeschossen. Und das war ein Abpraller. Und mit dem zweiten Schuss zerstört. Und leider habe ich im Augenwinkel mitbekommen, dass der AMX vom Leo zerstört wurde. Jetzt habe ich hier meinen einzigen Verbündeten verloren. Denn es hat sich hier immer noch keiner auf den Weg gemacht, um uns hier zu unterstützen. Und wo ist der Leo jetzt hin? Einmal hier um die Ecke gucken. Da kann sein, dass er da runtergefahren ist. Kann aber auch sein, dass er hier rüber gefahren ist. Und mich überraschen will. Gucken wir nochmal hier runter. Dass er da in der Ecke steht vielleicht. Nee, da ist er nicht. Aber hier ist er auch nicht. Wo ist der hin? Ja, mittlerweile steht es 3-4. Hier ist er auch nicht. Da muss er doch da runtergefahren sein. Ist er wahrscheinlich doch hier runtergefahren. Ich kam ungespottet hier runter. Und jetzt bin ich gespottet.
Das heißt, irgendwo da drüben steht, ah, da ist der Panzer 4S, da ist der Leo, da ist er hingefahren. Da ist der Leo hingefahren. Ach, der Schuss ging dahinter. Jetzt habe ich nochmal getroffen, auf 125 runtergeschossen. Ich habe den nicht getroffen. Da ist ein Stura Emil. Das könnte noch ein Treffer gewesen sein. Hinten ist ein Typ 64. Und ich... Ach, ich komme da nicht hoch. Nee. Da komme ich nicht rauf. Da ist der sture Emil. Und den sturen Emil zerstört. Dann ist hier ein... Da ist erstmal der Tiger. Da steht aber hinterm Fels. Da ist der Typ 64 wieder. Oh, wird gerade nicht mehr gespottet. Da ist er. Und der Schuss ging vorbei. Ich wurde natürlich gespottet. Jetzt muss ich aufpassen, dass der Tiger nicht von da drüben schießt. Und ich muss aufpassen, was der Typ 64 da will. Er dreht wieder um. Ich glaube, ich setze nach. Nicht, dass der Typ 64 mir hier entwischt. Aber da drüben ist Super Hackett. Ah, ist unterhalb. Also wieder die Verfolgung des Typ 64 aufnehmen. Ich bin gespottet. Kann eigentlich nur der Tiger gewesen sein. Ach nee, der ist zerstört, sehe ich. Ist der Typ 64 hier reingefahren? Nee, ist er nicht. Dann will der eventuell Richtung unserer Basis fahren. Da, da ist er. Treffer. Jetzt ist er unterhalb der Sanddünen. Treffer. 155 Punkte. Noch ein Treffer. 20 Punkte. Jetzt ist er da hinter den Dünen. Und da keiner zurückfährt, bleib ich dran. Ich fahre dem Typ 64 jetzt hinterher. Ich bin schon wieder gespottet. Vielleicht steht er hier in den Häusern. Ne, da drüben ist er. Hat er mich von da aus gespottet. Und da ist er zerstört. Ja, dann fahre ich jetzt wieder zurück. Nehme aber nicht den ganz weiten Weg außenrum. Ich bleibe dann doch eher hier. Und fahre jetzt hier unten Richtung gegnerischer Basis. Die Super Hackett ist da gespottet und wird bekämpft. Und dann sind noch drei weitere Panzer übrig. Da habe ich jetzt die Super Hackett im Blick. Wird gerade nicht mehr gespottet. Demzufolge wohl auch nicht bekämpft. Da ist er wieder. Dann ist der Perfect Tank gespottet. Ich bin auf. Ach, da drüben. A43. Da ist er. Bleibt schön stehen. Gleich noch ein Treffer. Ein bisschen Schaden durch Aufklärung erhalten. Aber jetzt Richtung A43. Jetzt wird er nicht mehr gespottet. Ist das der Pavlek? Ja. Steht aber zu tief. Komme ich nicht ran. Jetzt hier runter. Okay, das ging gut. Da ist der A43, ist nicht weggefahren, hat sich hier hingestellt. Treffer. Und den A43 zerstört. Und dann ist da hinten der Pavlek Tank.
Es sind also noch zwei übrig, der Perfect Tank und der AT-8. Und ich glaube, was die AT-8 betrifft, werde ich gleich wohl auf APCR wechseln. Da ist die AT-8. Denn durch die AT-8 durchzukommen, ist dann doch relativ schwierig. Ja, die stehen da hinter den Dünen. Muss ich noch ein Stück fahren. So, APCR ist geladen. Und er dreht mir die Seite zu. Treffer, auch der Perfect Tank. Und den Perfect Tank zerstört. Und noch ein Treffer in den AT-8. Jetzt ist er da hinter den Felsen. Jetzt kann es natürlich sein, dass er sich da dreht. Oder drehen will. Und die AT-8 zerstört. 15-8. Ja, 15-8 gewonnen. Ich dachte am Anfang des Spiels, dass da wir die Seite hier, die A- und B-Linie freigelassen haben und nur ich und ein AMX-12T dahin gefahren sind, dass wir dieses Spiel verlieren würden. Aber das Spiel hat sich dann gedreht und wir sehen uns dann in der Auswertung das Endergebnis an. Das war der Panther auf der Karte Wadi. 7 Punkte für den Battle Pass. Und noch einige andere Aufgaben erfüllt. Einige Abzeichen erhalten. Gehen wir in die Teamauswertung. Platz 1 anhand des Schadens. 2702. 5 Kills. Und daraus ergibt sich eine WN8 von 7085. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Drückt den Abonnieren-Knopf. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Gefecht wieder.